So, hallo. Wir machen weiter bei Metroid Dread. Wir haben aktuell eine Übersicht von 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Und wir haben gehört, dass über Hanubia eine Festung schwebt. Ich gehe davon aus, wir kommen jetzt relativ schnell zum Schiff. Das wäre zumindest wünschenswert. Und gehe weiter davon aus, dass wir vielleicht im vorletzten Part sind. Kommt der jetzt? Ah, der kommt jetzt gar nicht. Ich dachte, der kommt jetzt, der Typ. Na gut, dann halt nicht. Jetzt kommt der Typ. Ja, alles klar. Okay, wieder so ein Viech. Mit Schild wahrscheinlich, ne? Ja. Ist jetzt auch nichts Neues. Ist jetzt halt absolut auch nichts Neues. Nur, dass halt golden aussieht. Und wahrscheinlich 3 Millionen Mal mehr aushält, aber ansonsten nichts Neues, ne? Was wird jetzt eigentlich hier, wenn ich eine Powerbomb setze? Juckt den das? Wahrscheinlich nicht. Also diese Kämpfe bleiben halt gleich. So, es wird nicht anders. Außer, dass er halt viel schneller noch sein Schild auslöst als die anderen. Scheinbar. Oh, come on. Oh Gott, ja, er hat ständig hat er halt sein Schild draußen. Jetzt, danke. Ah. Und da, damit ist er noch ein bisschen schneller als die anderen. Aber ansonsten kann ich den genauso erledigen wie alle anderen vorher auch. Ja. Yes. Gott, ja. Diese blöden Quicktime-Events, ne? Aber das war's. So. Gut. Oh. Ich komme gar nicht zu meinem Schiff, oder was? Ich komme jetzt wahrscheinlich erst zu der Festung und dann zu meinem Schiff. Ah, shit. Okay. Itorash. Alles klar, ich komme noch nicht zu meinem Schiff. Gut, ich hab's verstanden, Spiel. Ich gehe nicht zu meinem Schiff, ist in Ordnung. Wir gehen nach Itorash. Hui! Aber dann kommt jetzt in diesem Part der Final Boss. Alles klar. Außer das hier wird nochmal ein extra Abschnitt, aber ich glaub's nicht. Hat der Prozentanzeige der Abschnitt hier? Nein. Ja, wow. Oder ist das nochmal eine extra Ebene? Oh, lol. Das ist, wo der Dings, die, wo der uns zugeschaut hat. Oh. Okay.
Okay. Achso, das sind wir jetzt auch schon. Nochmal auffüllen. Alles voll. Na dann, auf geht's. Ah ja, nochmal speichern. Und dann, wie Adam es so schön sagte, stellen wir uns unserem Schicksal. Achso. Ah ja. Ja, oder auch nicht. Achso, wait, ist das so ein Ding? Ah, das kennen wir ja schon, solche Teile. Tut es dem überhaupt was? Wie oft soll ich das angreifen? Ich meine, scheinbar macht es was. Oder muss ich eine Powerbomb setzen? Ach so. Ja gut, dann halt eine Powerbomb. Cool. Was ist jetzt das hier? Ja, noch ein Aufzug, alles klar. Hui. Entschuldigung. Oh Gott. Ich musste vorhin so lachen wegen diesem 100%, die wir hatten. Oha, Adam. Noch ein Adam-Dings. Okay. Daten werden hochgeladen. Es scheint, als hätte deine Metroid-DNS bewirkt, dass du zu einem Metroid wurdest. Normalerweise hätte ich bin ein Metroid, ja, okay. DNS-Transplantation geschehen müssen. Ich bin jetzt ein Metroid, alles klar. Kann man machen. Die Tua-Gene müssen den Prozess verlangsamt haben. Die Tua waren der einzige Stamm, der die Metroids kontrollieren konnte. Auch wenn du ihre DNS besetzt, so bist du doch keine Tua. Deine physische Kraft liegt nahe, dass du auch Noggin DNS besetzt. Metroids wurden darauf programmiert, Noggin als Feinde zu erkennen. Daraus schlussfolgere ich, dass deine Metamorphose wahrscheinlich durch Raven Beaks Angriff ausgelöst wurde. Seine Präsenz hat den Metroid-Killer-Instinkt in dir erweckt. Seitdem hat sich deine Metamorphose beschleunigt und ist jetzt unkontrollierbar. Und am Ende werde ich dann einfach ein Metroid. Cool. Du bist jetzt ein Metroid, Samus Aran. Deine Existenz ist eine Bedrohung für die Galaxie. Das ist nicht so gut. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Du kannst immer noch zum galaktischen Frieden beitragen. Du musst nur deine neuen Kräfte richtig anwenden. Dachte jetzt, er sagt, du musst dich einfach nur umbringen, denn du bist ja eine Gefahr. Okay. Befolge meine Anweisungen weiterhin so treu wie bisher. Das reicht schon. Mehr musst du nicht tun. Dein Auftritt hier auf Zephyr war höchst zufriedenstellend. Und zudem hat er wie erhofft auch deine Metroid-Kräfte erweckt. Es war richtig, dich bei unserer ersten Begegnung leben zu lassen. Der flüchtige Eindruck unterwegs deine Kräfte. Nur mein Plan kann Ordnung in der Galaxie herstellen. Ergib dich deinem Schicksal, Samus. Das ist ein Befehl. Ungehorsam wird nicht geduldet. Hat nie Adam mit uns gesprochen, sondern immer Raven Beak? Oder hat er nur jetzt gesprochen? Was? What? What? Ist das jetzt dieses Ich bin dein Vater Moment? Hallo? Ja, okay, cool.
Was ist das? Okay, cool. Jo, du kannst Dinge. Ich habe das verstanden. Alter! Aber hat er dann die ganze Zeit praktisch... Cool. Aber hat er dann die ganze Zeit praktisch... Also war es jetzt die ganze Zeit Adam oder nur jetzt? War es jetzt die ganze Zeit er oder zum Schluss nur er? Das ist das, was ich nicht weiß. Aber im Prinzip hat er ja... doch schon aktiv. Oh mein Gott, ey. Ich dachte, ich kann das Ding irgendwie abschießen, aber scheinbar nicht. Ich kann es hell machen. aber scheinbar hat er ja aktiv. Er hat ja trotzdem dazu beigetragen, dass wir das alles gemacht haben. Ich verstehe gerade ein paar Dinge noch nicht, aber es macht nichts. Wir gucken mal. Junge! Ich weiß halt nicht, ob das Schaden macht, was wir da tun. Das ist das Ding. Alter! Junge! Du bist zu groß, Kerl! Yo! Ja, dann kann ich das Ding in die zurücklenken, irgendwie. Nee. Ja, geil. Ich weiß aber, wie kann ich denn dem zum Beispiel ausweichen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das denn angreife. Was ist das denn? Oh Gott. Der Kampf wird mich überfordern. Vor allem, weil ich halt nicht weiß, ob ich ihm Schaden mache oder nicht. Puh. Hier, frisst eine Powerbombe. Oha, das hat sogar funktioniert. Alter. Ja, wie wird das, Junge? Schickt der schon wieder die Scheiße da los? Ja, aber sobald ich ihm zu nahe komme, springt er mir ins Gesicht. Bruder! Kann ich mich da ducken oder so? Keine Ahnung. Nicht schon wieder. Oh. Sheesh. What? Wie soll man den denn platt machen? Ach du Scheiße. Sheesh. Aber wie sind wir? Ah, leck mich doch.
sofort... Ich wollte schon sagen, du musst dich sofort weg, wenn er das macht, aber ich habe ihn ja trotzdem erwischt. Mach doch die Scheiße da weg, Junge! Mann! Ja, ist super. Junge, wie soll ich die Kacke? Von mir abwenden. Ja, so, okay. Ich komm nicht weg. Nicht schon wieder? Ja, wie? Du Wahnsinniger. Ach du Scheiße. Vergesse ich irgendeine Taktik, die ich anwenden kann oder so? Ich meine, wir haben gesehen, die Kugel geht ganz gut mit der Powerbomb. Ich muss, glaube ich, sofort eine Powerbomb zünden, sobald er die Kugel zündet. Ich glaube, anders geht es nicht. Genau. Ne? Ah, shit, jetzt macht er erstmal die Kacke hier und dann ist weg, 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 weg. Bruder. Ah, ich wollte ausweichen. Ja, zu langsam, schade. Nicht schon wieder! Doch am Arsch mit der Scheiße. Okay, da kann ich ihm dann... Okay, wenn er das macht, kann ich Dings machen. Good to know. Nützt mir jetzt gerade nur leider nichts mehr. Okay, gut. Schön Energie wiederholen. Nein, Mann! Dreck mich haltet immer gegen die Wand, du Arsch. Ah. Nein, ich wollte ducken, aber es ging nicht gescheit. Gut. Scheiße. Kannst du wieder die große Attacke machen, dass wir wieder in den Dings kommen können? Gut. Nochmal? Nein, okay. Aber hat ja auch was gebracht. Okay. Moment, mache ich ihm gerade überhaupt Schaden? Ich habe das Gefühl, ich mache ihm gerade gar keinen Schaden mehr. Scheiße, ich hab's verkackt. Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay, ich muss, scheiße. Ich muss aushalten, bis er wieder diesen Moment macht. Ja, im Moment kann ich ihn gar nicht angreifen. Shit. Jetzt. Mann, ich kann das... Wie muss ich das machen? Ich glaube, normales Angreifen bringt nichts. Ich muss warten. Ja, jetzt. So, wie mache ich das jetzt? Mann, wie? Wann? Ich verstehe es nicht. Wann? Wann greife ich den denn dann an in dem Modus? Ah, shit. Wollte ich nicht. Ja, noch eine, alles klar.
Junge! Oh, hör auf damit. Ich hab fast unendlich viele Powerbombs. Jetzt bleibt er da stehen, oder was? Ja, okay, er bleibt eine Zeit lang da stehen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das timen muss. Mann! Aber so langsam habe ich seine Muster raus. Problem ist halt, wenn ich die Powerbombs weg habe, kann ich die Kugel nicht mehr zerstören. Ich hätte es, glaube ich, fast gehabt. Aber nur fast. Ich glaube, angreifen bringt nichts. Der kommt auch von selber in den Modus rein. Ah, scheiße. Gib mir wenigstens Energie bitte zurück. Ein bisschen. Oh, noch eine. Wie wär's, wenn du jetzt mal wieder deinen Angriffsmodus-Dings machst, dass ich was tun kann? Mann! Junge! Muss ich doch angreifen, dass er in die Phase kommt? Vielleicht muss ich ihn doch angreifen. Weil der kommt gerade erstaunlich überhaupt nicht in die Phase. Ich glaube, ich greife ihn trotzdem mal an. Wow! Ja, jetzt. Okay. Das hat ja wohl irgendwas gebracht. Wir machen einfach so weiter. Irgendwas wird schon bringen. Aua. Yo. Nein, 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 nein. Drüber, drüber. Oh, Mist. Ich habe viel zu viel Energie gezogen hier. Und dann muss ich schießen. Ah, verstanden. 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 Ich hab's noch nicht richtig gemacht. Ich hab's verstanden. Dann muss ich nochmal schießen. Entschuldigung. Scheiß Gehuste. Ja, aber so langsam kann ich ihm ausweichen, seinem Shit. Das ist okay. Sind alles so Sachen, die am Anfang schlimm wirken, aber wenn man es mal drauf hat, dann kann man seinem Scheiß einfach ausweichen. Jawohl. Immer schön drauf. Okay. So kann es weitergehen. Ah, shit. Nein, ich bin zu dingsig. Dann lieber Raketen. Ich glaube, das ist effektiver. Yo, was jetzt passiert? Ist seine Rüstung ab? Okay. Jetzt lernt er Flügel. Flügel, jetzt lernt er fliegen. Okay. Das Problem ist, das bedeutet neue Angriffsmuster. Ja, moin. Die ich jetzt erstmal lernen muss. Ah, scheiße.
Ich sollte normal angreifen. Ich riskiere viel zu viel so. Ich riskiere so viel zu viel. Fuck. Ah. Nein, 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 nein. Nein. Ah, shit. Okay. Okay, das ist dann seine zweite oder dritte oder vierte oder fünfte Phase. Keine Ahnung. Puh. Aber verstanden, wie es geht. Verstanden, wie es geht. Schwitz. Man weiß nur mal nicht, wann kommt jetzt so ein Quicktime-Event, wie geht's weiter? Uah, ganz ekelhaft. Scheiß Kugel! Fuck me! Nice! So, jetzt sind wir in der Phase. Mit relativ viel Energie, möchte ich sagen. Und wenn wir die jetzt nicht verlieren, dann wäre das doch ganz nett. Ah, shit. Wap. Ja, komm her. Nein, ich hab's verkackt. Ach, ich kotze ins Essen. Mist. Wow. Scheiße. Das war der Attacke, die Attacke. Nochmal. Kein Problem. Bedeutet Energie für mich. Mann, was musste ich denn nochmal drücken? Ich hab's vergessen. Ah, oh, ich mach's plötzlich wieder falsch. Scheiße. Wie ging denn das weiter? Ups, falsche Taste. Beziehungsweise den falschen Angriff erwartet. Nein, ich drücke immer nochmal X. Ich muss schießen, verdammte Kacke. Das war nicht so gut. Ja, das ist jetzt gar nicht so gut. Fuck me. Ja, dann lass mal vertreffen. Mist. Nein, wir kriegen die Energie zurück. Von daher ist es nicht so dramatisch, aber... Ja, ne? Ich hätte schon gern ein bisschen mehr Energie für den Flugkampf dann. Ah, fuck, Mist, schon wieder drei Energie-Tanks leer. Wow. Nein, ich muss schießen danach, verdammt. Schon wieder.
Jetzt! Okay, jetzt gibt es Raketen ans Gesicht. Raketen ist es, glaube ich, effektiver als mit dem normalen Schuss. Ja, so zweimal muss man es, glaube ich, schon trotzdem machen. Aber ich hätte es ja schon längst haben können, ne? Also... ich hätte es ja längst haben können. Mann! Aber was sollte es mit dem scheiß Töchterchen? Machen die jetzt echt so eine Story hier? Er ist der Vater? Raven Beak ist Samus' Vater? Es muss bis Metroid 5 dauern, bis man so eine Story bekommt? Hat man das sich bei Metroid 1 schon gedacht? Garantiert nicht. Also das ist doch dann eher so was Konstruiertes. So, hey, wir bringen ein neues Metroid raus und diesmal machen wir es richtig krass mit Familie und allem. Samus lernt ihren Vater kennen. Jetzt ab dafür. Vorhin war es nach dem zweiten Mal Flugkampf, also müsste es jetzt, ja, jetzt geht es genauso in den Flugkampf. Okay. Am wichtigsten ist ausweichen. Gut. Gut. Ah, shit, jetzt hat er ein paar Mal erwischt. Jetzt auch erwischt, oder was? Wie soll man den Kacke denn ausweichen? Also die Attacke ist wirklich mit die schlimmste. Na, das war richtig kacke, dass ich jetzt mich da habe erwischen lassen. Nein! Wie weiche ich dem aus? Ducken hat nicht funktioniert, wahrscheinlich drüber. Wahrscheinlich muss ich da drüber. Scheiße. Puh. Wahrscheinlich muss ich da drüber. Junge, 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 Junge. Wow! Ah, scheiße. Hilfe! Okay. Okay. Ah, ich glaube, ich kann ich nicht gleich den Angriff sogar da machen? Kann ich nicht da sofort den Angriff, den ersten, starten? Das muss ich das nächste Mal testen. Es gibt kein nächstes Mal, diesmal schaffen wir es natürlich, meine ich damit. Nein, aber... Ah, scheiße! Aber ich glaube, ich kann... Ach, fuck my life. Ich glaube, ich kann den Angriff schon eher starten. Jetzt habe ich es wieder ver... immer die falsche Taste. Jetzt mache ich es wahrscheinlich wieder dreimal falsch oder so. Und könnte es längst haben.
Aber was ist denn jetzt? Es ist doch immer noch dieses Choso-X übrig. Also das ist doch auch noch da. Ich habe das noch nicht vergessen, ne? Ich habe das echt noch nicht vergessen. Also ich weiß, dass das Ding existiert. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass der auch nochmal vorkommen wird. Also muss ja. Der muss ja nochmal vorkommen auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß noch nicht wie. Scheiße, falsche Taste. Ich weiß noch nicht wie, aber der muss ja irgendwie nochmal vorkommen. Ah Mann! Du solltest nicht wieder hochgehen, Samus. Leck mich doch am Arsch. Wow. Ich mach immer das Falsche. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, energietechnisch gerade. Da hatten wir schon schlimmere Ausgangslagen. Aua. Mann! Mann! Ja, nice. Wir kommen wieder in die Flugphase. Da ist doch schon mal was. Und da muss ich schauen, wenn er diese Dash-Angriffe macht, wie ich denen ausweichen soll. Ah, wir sind noch nicht in der Flugphase. Was soll das denn? Warum dauert das jetzt diesmal einen Angriff länger? Vorhin ging es doch auch mit zwei Angriffen durch. Was soll das denn jetzt für ein Quatsch? Das habe ich so aber nicht bestellt. Ah, nee. Scheiße. Okay. Nein, Mann. Ah! Geh weg. Komm ran. Dann eben diesmal bis zur dritten Phase. Ist okay. So, da haben wir's. Oh, nicht mit der Kacke anfangen. Okay, einmal außen rum geht ganz gut sogar. Scheiße. Ja, das weiß ich noch nicht, wie ich dem ausweichen soll. Das weiß ich noch nicht. Okay, das ist ganz gut zu wissen, dass wenn ich einmal außen rum gehe, dass er mir dann nichts kann. Ja, wow, das ist nice. Aber dem kann ich noch nicht ausweichen. Ah, Mann! Ja, und das war wieder dumm. Das, ich weiß nicht, wie ich dieser Attacke ausweichen soll. Das klappt ganz gut sogar. Das ist gut. Solange er mir keinen Schaden machen kann, aber ich ihm Schaden, ist ja alles gut. Da muss ich halt... Ah, weiß ich noch nicht. Da muss ich irgendwie... Ich komme nicht schnell genug hoch. Das ist doch zum Kotzen. Nochmal. Einmal außen rum. Oh, er macht weiter. Okay, jetzt nicht mehr. Nein!
Wie viel fehlt denn auf dem Mistvieh noch? Der hält mir viel zu viel aus. Wie soll ich dem ausweichen? Durchrutschen. Ich muss durchrutschen mal probieren. Aber scheiße. Ah, ich muss durchrutschen mal probieren. Gott, hält der viel aus in seiner Phase da. In der Flugphase. Sheesh. Aber durchrutschen habe ich noch nicht probiert. Ich habe Morphball probiert. Aber das war's nicht, ne? Da hat er mich erwischt. Aber vielleicht klappt durchrutschen. Müssen wir halt mal testen. Kein Morphball, keine Bombe, na gut, dann nicht. Aua! So, und jetzt wollen wir mal testen, ob, wenn er seine große Attacke macht, ob ich dann direkt angreifen kann. Oder ob ich wirklich erst... erst in einen normalen Kampf mit ihm zurück muss. Werden wir ja gleich wissen. Ah, ich mach schon wieder den gleichen Quatsch wie vorhin auch. Mann, hör auf! Schieß! Ach, scheiße! Er zieht mir schon wieder viel zu viel ab hier. Jetzt macht er den Kack. Ja, ich kann direkt in die Phase rein. Okay, ich kann direkt in den Angriff wechseln. Sehr gut. Oh, das war allerdings kurz. Das war allerdings sehr kurz. Das war noch nicht die volle, aber es hat schon mal Vorschaden gemacht. Ah, und er geht direkt in den Modus. Okay. Habe ich nichts dagegen. Weil ich mich frage, vielleicht ist es ja doch so mehr besser anzugreifen, also mit dem müssen wir auch mal testen, was schneller geht. Nein! Arsch. Oh shit. Wow. Okay. Komm ran. Nein, ich hab's verkackt. Fuck. Fuck me. Wie konnte ich das denn jetzt wieder verkacken, ey? Aber immerhin wieder Energie zurückgeholt. Ist ja auch was. Ich darf dann in der letzten, also was letzten, in der Flugphase, darf ich dann halt nicht zu übermütig werden. Ich hoffe, dass es die letzte ist, aber ich weiß es natürlich nicht. Was dann jetzt bald mal wieder. Oh Mann. Nein. Nein. Jetzt. Ja, ich schieß mal so. Damit kann ich öfter Schaden machen. Ja, ich glaube, das ist besser als die Raketen. Die Raketen sind halt zu selten, zu langsam. Ah, scheiße. Gleich getroffen werden ist natürlich kacke. So, einmal außen rum. Je weniger Möglichkeiten ich ihm gebe, mich zu treffen, umso eher ist es ja okay. Ich wollte durchrutschen testen. Ja, es ist das Durchrutschen. Okay, wir haben eine Phase. Wir haben für alles jetzt eine Ausweichmöglichkeit. Außer halt, ich bin dumm. Aber das, was bisher das größte Problem war, dieser Dash von ihm, da kann ich durchrutschen. Nein, fuck. Aber das ist gut, weil dann im Prinzip habe ich jetzt sozusagen alle Phasen von ihm gedanklich drin.
Du musst nur oft genug ausweichen. Ja, perfektico. Du kannst mich mal. Ah, okay, da muss ich schneller reagieren. Da muss ich noch schneller reagieren, aber ansonsten passt das. Ne, ansonsten passt das. Vor allem, das ist das Ding gewesen. Das war das Hauptproblem. Sehr gut. Jetzt kann er mir nichts mehr. Jetzt hat er halt keine Attacke mehr, mit der er mir garantiert Schaden zufügen kann. Außer ich generell halt einfach nicht schnell genug beim Ausweichen. Na, das ist halt das Einzige, was noch passiert. Aber das ist dann halt mein Problem. Ich weiß, wie ich allem ausweichen kann. Ich muss nur lang genug durchhalten. Das ist alles. Das ist jetzt eigentlich kein Act mehr. An der Stelle. Ja, wenn ich halt so eine Kacke nicht machen würde. Dann wäre es kein Act. Ey, da muss ich halt schneller noch ausweichen können. Einfach nicht zu viel riskieren. Einfach nicht zu oft auf ihn schießen. Dann ist ja alles gut. Bringt dir alles nichts mehr. Ja, das bringt dir noch was, weil ich da leider noch zu langsam reagiere. Okay. Wieder den Quatsch. Na! Da hat er mich leider kurzzeitig wieder mal erwischt. Junge, du hältst echt viel aus, ne? Ah, scheiße! Das ist das Einzige, womit er mich konstant trifft, dieser scheiß Laser. Dieser große. Das ist das Einzige, womit er mich konstant trifft. Mit allem anderen kriegt... Ah, fuck! Mit allem anderen komme ich eigentlich ganz gut weg. Mann, weil ich da... Oh, es ist immer der Laser. Immer der Laser, weil ich dann nie schnell genug reagieren kann. Ah, fuck me! Fuck, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh, der hält so viel aus in der Phase. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch, dann schließen wir den Part hier ab. Junge, 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 Junge. Ich habe ja wirklich alles aus... Ich konnte ja wirklich allem ausweichen. Nur... Sein scheiß Hauptlaser, der hat mich immer wieder erwischt. Also das ist aber halt vollkommen eigene Schuld, also ne? Vollkommen eigenes Versagen. Ah, leck mich, hab die falsche. Ja, Alter, komm, ich lass mich treffen. Das ist Schwachsinn. Ich habe halt einfach die falsche Taste erwischt am Schluss jetzt. Das war richtig blöd. Und ich lasse mich halt zu viel... Ich habe mir zu viel Energie abziehen lassen. Jedes Mal vom Laser getroffen werden. Was anderes hat... Nein! Fuck, ich dumm. Ich dumm Dödel. Ich bin so ein Trottel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das mein scheiß Ernst, dass ich das jetzt gerade verkackt habe. Ah, ich wollte die machen. Genau.
Das war ein kurzes Vergnügen. So, wir brauchen mehr Energie. Sehr gut. Ja, komm gleich ran, sehr schön. Oh, es geht mit einem Cycle. Nice. Es geht einfach mit einem Cycle, ihn da reinzubringen. Es geht einfach mit einem Scheiß-Cycle. Sehr gut. Das war falsch. Ich weiß nicht, ob ich lieber das machen soll. Als ob das am Ende effektiver ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die normalen Schüsse sind am effektivsten. Ich weiß es nicht. Ich muss nur seinem scheiß Hauptlaser ausweichen. Mehr ist es ja nett. Genau den Scheißdreck. Ich musste es doch merken, wann er das macht, verdammt nochmal. Ich musste es doch einfach nur merken, wann er das macht. Das ist doch auch schon alles. Mehr ist es doch nicht. Ah, es war jetzt ein bisschen... Schon wieder! Der einzige Schaden, den er bei mir anrichten kann, ist dieser scheiß Laser. Aber der dafür halt so richtig. Mann! Das war blöd. Ah, jetzt ist er mir ins Gesicht geflogen. Ich wollte nicht rollen. Boah. Ich kann nicht schnell genug reagieren. Das darf nicht wahr sein. Alter, ins Gesicht. Ich hab's gemerkt, was er macht, aber ich komm da nicht schnell genug weg. Das darf nicht wahr sein. Oh, das war knapp. Ich habe mich schon an der Wand kleben sehen. Ja, mach das ruhig öfter. So, jetzt. Ja, mach das ruhig öfter. Probier's ruhig. Nee. Ah, das kannst du machen. Oh, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt ganz schlecht, habe ich das gemacht. Ah, das habe ich ganz schlecht gemacht. Da muss ich um ihn rum, muss ich da fliegen. Um ihn rum. Ja, mach das ruhig weiter. Ja, mach das ruhig weiter. Ja, jetzt haben wir das. Okay. Das war jetzt gut vom Ausweichen her. Ja! Fast die Tasten verwechselt. Ja, sehr gut. Okay, um ihn rum. Okay. Sehr schön. Wie viel noch?
Ah, ne, um ihn rum. Ich dachte, er macht den anderen Laser, aber er macht den hier. So. Gut. Runter. Rüber. Rüber. Ja. War's das jetzt? Was kommt jetzt noch? Noch ein Quicktime-Event? Ich hab Angst. Ein Flügel hat er noch. Der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Oh, scheiße. Okay, wir machen hier wieder weiter. Okay. Nein, so, das darf nicht passieren. Er gibt mir zum Glück wieder eine Möglichkeit, Energie aufzuladen. Das ist ja schon mal was, ne? Ich hab's verkackt. Nein! Ich muss da raus. Oh mein Gott. Bitte nochmal eine Kugel. Danke. Nein, das ist keine Kugel. Scheiße! Das ist eine Kugel. Ich muss sie nur nutzen. Da war nicht so viel Energie dabei jetzt. Oh Gott! Das war gut. Das gibt immer richtig viel Energie, die Sonne. Weg, 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 weg. Was ist denn das jetzt? Aua! Okay, noch so ein Ding oder was? Oh mein Gott! Ja, mach das bitte. Nein! Scheiße! Weg, 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 weg! Ja, mach die bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das knapp, ne? Oh, Scheißdreck, ey. Noch einen. Nein! Junge, du stresst mich leicht, ne? Weißt du das? Okay. Das darfst du sehr gerne machen. Ja, das darfst du auch sehr gerne machen. Das liegt so. Wie viel willst du eigentlich aushalten, ha? Huh? Oh mein Gott, scheiße. Weg, 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 weg. Nein, jetzt macht er wieder seinen Kacklaser. Aua, voll rein. Okay. Noch eine Kugel hinterher. Ich hab's verkackt, ich hab die Kugel verkackt. Ah. Wenn der mich da in diese Ecke drängt immer, ne? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Fuck. Nein, der Laser, der Laser, der Laser. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Runter. Fuck. Nochmal. Scheiße. Das ist nicht viel, aber mach's. Nein! Boah, hält der viel aus. Okay. Das reicht erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.